Ich habe ein paar merkwürdige Spuren. Wirklich? Nicht schon wieder. Ich glaube, der ist mir gerade ein bisschen weh. Kann das sein? Wende dich nur, kleiner Wurm. So, ja, der war am Weg. Okay, okay, okay. Elite-Hauptmann. Oh Mann, oh Mann. Na gut. Bestien sehen böse aus. Meine Uruks sind böser. Er führt die Jagd an, ja. Also er darf, glaube ich, die Jagd nicht gewinnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Das heißt, ich werde mal ein paar von seinen Bogenschützen ausschalten. Den hier auch. Du kommst weg. Und du kommst auch weg. Ich habe gesagt, du kommst weg. Ich habe gesagt, du kommst auch weg. Okay, nun gegen Fernkampfangriff. Das ist natürlich scheiße für uns, aber Entschuldigung, diesen Ausdruck. Es ist für uns ungünstig. Aber mal gucken, wie er sich schlägt in die ganzen Gule. Ich greife mal an. Die hassen dich bestimmt auch. Mensch, Nazom! Mensch, bessere Beute als Bestie! Jagen! Scheiße! Ich auch. Besonders Uruks. Ich glaube, das geht hier schief. Gule, ich wollte euch helfen! Was ist los mit euch? Halt, halt! Ich brauche ihn lebend! Ich verschwinde. Du verschwindest bestimmt nicht. Nächstes Mal stirbst du bestimmt. Du verschwindest nicht. Halt, oh, was ist denn los? Ey, das ist ja schon wieder richtig assi. Der ist doch noch gar nicht entkommen. Guck mal hier. Okay, das ist natürlich scheiße. Wie schnell läuft denn der? Jetzt haben wir natürlich keine Elbengeschosse mehr. Guck mal, er fängt Feuer. Wie geil! Ja, er ist gar nicht entkommen. Warum? Jetzt hätte ich die Quest eigentlich auch gelöst. Oh, schön warm. Ah, oh, ja. Alle hauen ab. Perfekt. Das ist ein bisschen assi, ne? Ist die Quest denn jetzt hier wieder verfügbar? Nee, ist sie nicht. Wäre auch Quatsch eigentlich. Aber dass er geflohen ist und die irgendwie gescheitert war, war irgendwie Blödsinn, fand ich jetzt. So, ich muss mal kurz hier ein paar Fallen und neue Pfeile besorgen. Komm mal her, Kumpel. Komm schon, Waldläufer! Die ist total geil, die Technik hier. Kannst du mir Markus aushelfen? Ich brauche mal deine Seele. Herrlich. Da fühlt man sich gleich wieder wie neu geboren. So. Konfrontation besiege, Horsa, der Wahnsinnige. Um eine besondere Belohnung zu erhalten. Was ist das hier? Erhebe dich. Ich schalte für diese Schwertlegende die Fähigkeit Kampfaufziehung frei. Ja. Ja, Blutrache. Ich räche den Tod von Zokinator 5, indem du Ratanik der Grobe tötet. Ey, das würde ich gerne mal machen. Blutrache. Okay, Zokinator 5 wurde anscheinend von dem besiegt. Ich laufe mal hin, da will mal sehen, was das ist. Das sind ja diese, also, keine Ahnung, wer die restlichen Folgen vielleicht nicht gesehen hat. Es geht darum, dass andere Spieler von denen besiegt wurden. Moment, ja, hier. Ich rieche. Ja. Du hast mein Unterhosen gerochen. So. Oh, das war knapp. So, rechne den Tod von Zokinator. Genau. Anzahl der Tötungen eine. Ratnack der Grobe. Okay, na los. Der hat bloß 8-7 gehabt. Wandel in der Geisterwelt, um Rattern Grobe zu markieren. Okay. Hier gibt's nichts als ein paar alte Felsen.
Weiß nicht, was manchen Orks hier solche Angst einjagt. Vielleicht ich? Okay, sehen tue ich ihn gerade noch nicht. Was war das? Was? Wo? Ich dachte, ich hätte diese kleine Kreatur gesehen, die alle suchen. Haltet die Augen offen! Wo ist er? Wo ist er? Keine Ahnung, wo er ist. Ich lass mal den Karagor raus, nur so zum Spaß. Die Uhr schreien da unten. So, wo ist er denn jetzt hier? Wo sind sie? Das ist lustig. Tatsächlich. Okay, ich weiß nicht, wo der ist. Ach, das funktioniert tatsächlich. Wie geil. Ich meinte jetzt, das funktioniert tatsächlich auch so im Kampf. Ich gestehe, dass ich es besonders mag, wenn ein Feind mit einem Pfeil im Auge zu Boden geht. Mhm, hä? Was war das? Muss man ja auch mal ausprobieren. So. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ja, ich wandle die ganze Zeit schon in der Geisterwelt. Es heißt, der Grabwandler hätte noch mehr Uruks getötet. Wir müssen stärker... Ratanak. Ratanak. Hast Karagor. Geistesbetäubung blocken. Stärken auch noch, verdammt. Killangriff, keine Chance. Was sind deine Schwächen? Angriff für Kampftod. Ja, ja. Angriff für Schleicht. Oh, das ist geil. Angriff für Schleichtodestöße. Kann durch einen Schleichtodestoß sofort getötet werden. Das ist unsere Chance. Wir dürfen also keinen Alarm auslösen. So. Kriegen wir das hin, ja, ne? Oh oh. Da wollte ich gar nicht hinspringen, aber okay. Ich muss den Hauptmann überzeugen, mich dauerhaft in der Uruk-Höhle zu stationieren. Da gibt's viel mehr Weichhäute zum Foltern. Da ist er. Könnte man schaffen. Oder auch nicht. Auf alle Fälle nicht so. Zusätzliches Ziel, richte Uruks im Nahkampfangriff. Ja, ja, es ist mir gerade total egal, ehrlich gesagt. Ich würde viel lieber den Typen in einem Schleichangriff erledigen. Aber da komme ich so nicht ran. Ist keine Alternative. Töten oder getötet. Kann ich den anlocken vielleicht von hier? Ich kann die anderen anlocken, aber zu dem anderen komme ich nicht irgendwie. Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt den hier anlock, sehen die anderen mich denn? Ich habe keine Angst vor Karagor. Den nächsten, den ich sehe, werde ich zureiten. Du solltest Angst haben. Nur einer von ihnen kann dich in Stücke lassen. Ah, jetzt kann ich den Hauptmann anlocken. Na, na, jetzt. Ich versuch's mal. Warum denn? Könnte funktionieren, könnte funktionieren. Tatsache, geil. Geil! Schlag die nieder! Wieso denn? Nicht niederschlagen. Scheiße. Er hat gerade die Rune aufgesaugt. Naja, holt mal Leuchtfeuer.
Die Schildträger, die sind hammerschwer. Und jetzt natürlich sehe ich ihn nicht. Wo ist der Speerwerfer? Da kommt schon die nächsten Schildträger. Boah. Die sind echt mies. Zumindest habe ich noch keine Technik, die... mit denen ich irgendwie die... Uah, hör auf damit, bist du verrückt? Blutrache ist jetzt was zu dir? Ich habe gerade Blutrache gemacht. Okay, pass auf, machen wir so. Die wollten es ja nicht anders. Die wollten es nicht anders. Ufreil Sturm. Willst du fliehen? Bleib hier, sag ich dir. Jetzt haben sie wieder Schiss, ne? Ich will hier alle erledigen. Einfach nur das Prinzip. Wollte ich mir auf den Sack gehen. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ich hab mein Schwert gebissen. Boah, sind die Viecher nervig, ey. Boah. Das gibt's. Die Viecher sind so assi, ey. Gott sei Dank habe ich von diesem Todesstoß noch gemacht. Jo. Ich habe kein Elbengeschosse mehr. Ich habe keine Elbengeschosse mehr. Ey, da spielt man aus dem Karagor. Der ist gefährlich. Tschüss. Ja, ja, ich weiß. Ich bin der übelste Abschaum von allen. Das war der Turbo-Boost gerade. Kann ich gebrauchen? Hier, her damit. Da muss es doch noch irgendwie eine Technik geben, mit dem man die leichter beikommen kann. Das ist halt überhaupt ein komischer Blitz. Jedes Mal, wenn der Blitz kommt, dann sieht aus, als wenn hier alles, oder jetzt hagelt es, glaube ich sogar. Sieht schon aus wie Hagelkörner. Da. Das sieht aus, als wenn hier überall Öl liegt oder Benzin, ne? Das ist total bunt, die ganze Landschaft. Sieht ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Aber na gut. Okay, was haben wir oben? Schreihals. Greift den Unterstützer und lass den Gorfel der Schöne um Hilfe rufen. Ich weiß nicht, ob ich dafür schon stark genug bin. Guck mal, hier oben in dem Gebiet waren wir noch gar nicht. Die eine Wahrheit. Gollum giert danach, den leuchtenden Herrn zu den Artefakten zu führen. Mit jeder Entdeckung wächst die Macht des Geistes und seine Verbindung zum dunklen Herrscher wird klarer. Okay, da will ich auf alle Fälle jetzt hin. Deshalb reise ich dahin und dann laufe ich mal nach da oben. Meine Stimme lässt aber langsam nach. Aber das mache ich jetzt noch. Dann kann ich auch gleich noch den Turm aufdecken. Genau, da laufe ich zuerst hin. Da. 1000 Fuß, naja, naja. Was der Häuptling uns für den Kampf geraten hat. Oh ja! Am Ende eines jeden Kampfes sollten wir bis zu den Knien in den Leichen unserer Feinde gehen. Ich krieg gar nichts mit. Kuckuck. So. Gibt es ein paar Erfahrungspunkte. Ein Häuptling ist auf dem Weg. Wirklich? Und der ist ein echter Mann. Aha, aha. Haben wir diese hier schon? Hügelgräber von Udun. Ja, hier waren wir auch noch gar nicht. Ah, Moment, 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 Moment. Das geht mir gerade echt auf den Nerven. So. Oh, die hat Informationen für uns. Komm mal her, komm mal her.
Ich sehe dich. Oh, das ist sogar noch besser. Gib deinen Verstand auf. Das sind meine neuen Sprüche. Ja. Soll ich näher? Alte. Grimp. Blutsturm. Besorgt es dir. Nee, Quatsch. Besorgt, dass er den schwarzen Hauptmann wägen wird. Besorgt, dass er den schwarzen Hauptmann wägen wird. Wir sehen uns noch. So, die Leute, die Informationen haben hier, die immer grün markiert sind, die, mit denen kann man auch Informationen mit den Häuptlingen sammeln. Ach so, ey. Die werden ein bisschen spielen. So, ich hau da mal ab. Viel Spaß mit denen. Viel Spaß. Wo ist der Turm? Da ist er. Ich glaube, mich verfolgt einer, kann das sein? Alter, wir würden uns ja alle, überall von denen. Also mehr als sonst. Erneuere dich! So, Schnellreise verfügbar. Okay, jetzt will ich hier noch die Haupt... Die Türme erstrecken sich vom Gestern in das Morgen. Ich lebe in diesen Steinen fort. Aha. Okay. Ja, das nehme ich noch mit lang, wenn ich schon auf dem Weg dahin bin. Ja, hör mal auf damit. Ich wollte gerade nicht lang gehen. All diese Bleichhalte verpesten die Luft auf Festung Marm. Das ist gar nicht mal so übel. Das sind so viele, dass es denen nicht mal auffallen würde, wenn alles. So, wo ist es denn? Oh, hoch. Entschuldigung. Komm mal her hier. Machen wir doch kurz und schmerzlos. So, irgendwo hier oben. Stinkender Ghoul! Stinkender Ghoul? Töten! Anscheinend muss ich noch höher. Ah, hier, wir haben es gefunden. Nani Gela Mordor. Wieso sagt er nichts mehr? Das hat er doch mal vorgelesen. So, das mit dem Bogen, das mache ich nachher. Ich möchte jetzt erstmal die Hauptquest hier noch machen. Und zwar diese hier mit Gollum. Die Sklaven haben heute Abend. Zum Mantel. Okay, pass auf. Guck mal, geil. Hör mal auf damit. Wie geil! Klappt gut! Dann hör doch mal auf damit! Wieso haut denn der schon wieder ab? Gib mir deine Seele! Jetzt ist er weg. Also wenn die erstmal auf der Flucht sind, die können laufen ohne Ende, ey. So, mal gucken, was Gollum hier... Dieser Bleichhaut ist clever. Wenn du nicht aufpasst, schleicht er sich an dich heran und schneidet dir die... Richtig. Aber manchmal schleichen sich auch meine Pfeile an dich ran. Siehst du? So, boah, Alter, was ist das denn für ein Ding? Alter. Nun, wo ist er? Dein Freund ist entweder ein Lügner oder ein Feind. Oder beides. Und wenn du ihn mit deinen Drohungen verschreckt hast. Dann lass uns deinen kostbaren Schatz finden. Unseren kostbaren Schatz. Die kleine Ratte ist nicht hier. Der Adler erspäht seine Beute aus der Luft. Tun wir es ihm gleich. Okidoki. Ist so ein bisschen sicherer, hier rumzulaufen, da hier Karagos ihr Unwesen treiben.
Diese Türme sind nicht das Werk des dunklen Herrschers, sondern seiner Herausforderer. Jetzt sind sie nur Ruinen, vergraben in der Finsternis. Gollum, ich habe Leckerli für dich. Komm raus. Auf dem Hoch, der Mensch. Wieso fährt er denn nicht hoch? Muss er mich wieder verärgern jetzt? Muss ich jetzt wieder meckern? Oh, oh, oh. In der Höhle. Alles klar. War mir klar. Alter. Gegen das soll ich kämpfen? Ein Krauk. Ich brauche mindestens 20 Männer, um 40. Das Biest zu erledigen. Oh, dann finden wir eben einen anderen Weg. Schildtalion? Finde Gollum. Gollum wird bestimmt schon gefressen von dem. Wenn wir uns dem Eingang der Höhle nähern, werden wir nur den Zorn des Grauks erregen. Ein präzise gezielter Pfeil sollte uns weiterbringen. Locke den Grauk von der Höhle weg. Okay. Beeindruckend, Talion. Damit sollte der Grauk eine Zeit beschäftigt sein. Ernsthaft? Okay, wir laufen jetzt schnell rein, oder was? Ich würde mich gerne umdrehen und gucken, was er da macht, aber... Vielleicht keine gute Idee. Ein Hauch des Todes hängt in der Luft. Das ist die Grauchhülle. Was hat er denn gedacht? Dass hier drinne... Gole. Warum überrascht mich das nicht? Was soll hier sonst drin lauern? Kann ich hier hoch? Bin schon total neugierig. Ich glaube, der Grauk ist zurück. Sieht aus, als hätte der Grauk den Kampf gegen die Karagor gewonnen. Was sonst? Und ein frischer Tod ist nah. Ist hier drin irgendwas zu finden? Tatsache, hier liegt noch was. Ach so, ich dachte vielleicht ein Artefakt oder so. Man hätte eigentlich nur auf die Karte gucken müssen, hätte man es auch gewusst. Es ist spät, ich möchte das nochmal betonen. Ich habe immer noch nicht aufgehört zu spielen, weil ich nicht aufhören kann zu spielen. Ich weiß nicht, wie spät es schon ist, keine Ahnung, aber sehr spät. Beziehungsweise sehr früh. Meine Augen fallen fast zu. Ich will nicht aufhören. Noch eine Stunde. Nur eine Stunde noch. Bitte, bitte. Dann gehe ich ins Bett. Hier ist ein Artefakt. Okay, cool. Schlangenklinge. Die tödliche Schlangenklinge hat schon in vielen Fällen von Verrat eine Rolle gespielt. Die Machtkämpfe zwischen den Uruk sind legendär. Schwäche wird nicht toleriert und Krieger steigen die Karriereleiter hoch, indem sie ihre Vorgesetzten töten. Die Uruks wurden durch die jüngsten Erfolge in Mordor in Aufregung versetzt. Und da die Ambitionen der Soldaten wachsen, werden Waffen wie diese immer üblicher. Benutze er, um die Erinnerungspunkt zu finden. Halt, ich glaube, da war er. Halt, nicht zurück. Ach, halt, zurück. Okay, da ist er. Okay, hören wir uns die Geschichte an. Erinnerst du dich an mich, Abschaum? Was zur Planänderung, Leute? Jetzt habe ich hier das Sagen und als erstes werden wir die schwarze Hand erledigen. Vergiss mich dabei bloß nicht. Ja doch, mein Gedächtnis war auch schon mal besser. Okay, okay, okay. So, wo ist Kombilang? Haben die Menschen überhaupt eine Chance gegen diese Uruks? Sie sind gänzlich von Hass erfüllt. Wir werden sie lehren, was Angst bedeutet. So werden wir Mittelerde Hoffnung geben. Ich dachte, er will den Menschen lehren, was Angst bedeutet. Der Grauk ist garantiert schon wieder hier drin. Hier ist noch ein Dings. Dachte er. Na gut, ist bloß so ein... eine Pflanze, irgendeine Pflanze. Also wir werden den Grauk hundertprozentig gleich gegenüberstehen, sonst wäre es ja langweilig. Besuche die Gegner, sind Artefakte der Vision. Okay, okay.
Okay, das sind sie schon mal nicht. Vielleicht hier oben? Gollum, der muss ganz schön behämmert sein. Was läuft denn hier kreuz und quer durch die Höhle? Der läuft da unten lang, läuft er hier hoch, dann läuft er da wieder runter, dann läuft er da hinten lang, dann läuft er da rum und dann läuft er hier irgendwo wieder hoch. Ah, ich hab's gefunden, hier ist es. Eine Zange. Ein Küchenutensil. Oder auch nicht. Das sah gerade aus wie so eine Salatzange. Deshalb habe ich gesagt, Küchenutensil. Nur ihr könntet solch Unmut erschaffen. Ah, so heißen wir.